So Leute, wunderschönen guten Tag zu einem weiteren Ranky-Video mit dem netten Dennis Schmitz an meiner Seite. Uns haben so viele Zuschriften ereilt mit, oh, könnt ihr nicht mal wieder Trikots ranken oder irgendwas anderes ranken? Da haben wir uns natürlich gedacht, dem geben wir sehr, sehr gerne nach. Heute Trikot-Ranking Champions League Edition. Ich bin nicht alleine, der Danny ist auch am Start. Hi. Was geht, hast du Bock? Ja, übertrieben. Aber das Erste, Leute, worauf ihr Bock haben solltet, ist erstmal liken, abonnieren und Pfosten rettet auschecken auf allen Podcast-Plattformen, die ihr kennt. Als wäre Danny der YouTuber von uns, weil so nicht ich. Du machst das, da habe ich schon wieder komplett vergessen, das ist ja schlau ist, das am Anfang zu machen. Wundervoll. Ich würde sagen, wir starten aber direkt rein. Wie immer haben wir natürlich 5 knallige Tiers für euch, die wir erstmal benennen müssen. Denn wir starten wieder von unten, dann nach oben oder von oben nach unten? Naja, von oben nach unten. Von oben nach unten. Also, wir haben uns heute gedacht, wir sortieren heute die Trikots ein in 5 Tiers nach der Geilheit von Pizza belegen. Pizza ist, sollte auf jeden Fall, das Lieblingsessen von jeder von euch da draußen sein, denn Pizza ist einfach eins der geilsten Sachen, meiner Meinung nach, wenn es gut gemacht ist, die es gibt. Und es gibt natürlich viel Kontroverse um Pizza-Belege. Oh ja. Aber worum es auf jeden Fall wenig Kontroverse geben wird, also glaube ich nicht, ist auf der 1 die beste Pizza, meiner Meinung nach, ist Margherita. Es ist auch das Klassischste und was man auch sagen muss, es gilt genauso wie für Burger und für andere Gerichte, die Basics müssen richtig sein. Ja, absolut. Am liebsten noch neapolitanischer Pizzateig, so der so am Rand dick ist und in der Mitte so ganz, ganz dünn, das ist einfach meine Favorite Pizza, deswegen, da gibt es nichts dran vorbei. Was haben wir auf der 2? Ja, Salami, Leute, was sollen wir sagen? Es gibt natürlich sowohl vegane als auch nicht vegane Varianten und da lässt sich nicht viel drüber streiten. Salami ist wirklich eigentlich, glaube ich, so ein Fan-Favorite, kann man sagen. Es gibt einige, safe, die dann wiederum sagen, na, weiß ich nicht, braucht doch vielleicht ein bisschen noch was anderes, aber ich kenne kaum also Leute, die mir sagen, Salami ist kein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, auch wenn man jetzt so einen Pizzalieferanten fragt, so die zweitmeist gekaufte Pizza ist. Also wird es wahrscheinlich sein, oder? Oder meinst du, da gibt es noch was davor? Das Ding ist, es ist halt classy, weil du einfach jedes Mal, wenn du eine Party irgendwie bestellst, du bist fein, wenn du Margherita und Salami hast. Auf Tier 3, also bang in the middle, werden wir uns jetzt sehr, sehr unbeliebt machen, weil da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen alleine mit. Ich muss sagen, ich finde Pizza Hawaii eigentlich ganz geil. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich hab sehr viele Gespräche schon geführt mit Leuten, die mich dafür hart kritisiert haben. Und ich wette jetzt gerade, die Kommentare sind auch voll mit, Alter, ihr habt gar keine Ahnung, wie kann man Pizza Hawaii feiern? Ey. Aber genau deswegen müssen wir es in die Mitte packen, weil es ist halt wirklich zwiegespalten. Wir haben gerade Leute im Podcast auch schon gefragt, was denn deren Meinung ist. Kann man auf jeden Fall machen. Generell, Leute, das ist unsere Meinung. Macht auf die Pizza, worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr da irgendwie Brokkoli und was weiß ich, den Gras, was ihr im Garten gepflückt habt, drauf macht und euch schmeckt das, macht das von mir aus. Wir werden uns nicht dafür judgen. Aber bei uns Hawaii in Tier 3. Was haben wir auf der 4? Ja, du hast gerade schon angesprochen, Gemüse. Leute, das könnt ihr zwar drauf machen, das muss aber kein Mensch drauf machen, weil es gibt solche Leute, die dann eher machen, ich würde gern Salat mit Pizzateig haben und nicht, ich hätte gern Pizza mit ein bisschen Belag. Ja, Gartenpizza, was soll man sagen? Also da haufenweise Gemüse drauf zu schmeißen, dass du halt wirklich kaum noch Pizza hast und einfach nur Brokkoli, Paprika, Tomaten, alles schön und gesund, seid gesund, aber macht das nicht. Was haben wir auf der 5? Auch da gibt es bestimmt Kontroversen, aber Pizza Hollandaise ist für mich einfach eine Beleidigung an eine Pizza. für dich. Ne? Ja, nee, ich finde, es ist einfach, man spuckt dem Erfinder der Pizza einfach ins Gesicht. Okay, das ist crazy. Aber findest du das nicht mit Hawaii dann auch? Nein. Das kann man ja, da kann man ja irgendwie drauf kommen. Aber diese Hollandaise und ich pack da noch Ds drauf und dann noch hier Bolognese und dann noch da. Ganz also ehrlich, du meinst so ganz weirde Sachen. Und so. Das gehört für mich da drin. Und das ist für mich so das Aushängeschild für weirde Pizzen, ist Pizza Hollandaise. Ja, ich muss sagen, Pizza Hollandaise, ich mag einfach keine Soße Hollandaise. Das ist ja auch so ein Ding generell. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ist nicht mein Favorite. Fühle ich einfach nicht. Aber keine Ahnung, es gibt auch schon geile, weirde Pizzen. Es gibt so eine richtig nice, da ist einfach so Gyros und Krautsalat drauf. Ganz, ganz komische Kombination, aber ist geil. Liebe für unkonventionelle Pizza-Belege. Aber da habt ihr es, Leute. Das sind die 5 Tiers. Wir haben Margherita, Salami, Hawaii, dann Garten haben wir es genannt, glaube ich, und Hollandaise in der 5. Und nach diesen Tiers werden wir jetzt eben die Trikots der Champions League Saison 23/24 einordnen. Wir haben 1-2 Trikots nicht drin, weil das einfach daran liegt, wenn wir jetzt hier 32 Trikots ranken, ist das Video über eine Stunde lang. So viel Zeit hat Danny leider nicht, der ist ein Busy Man. Ich hatte da Bock drauf gehabt, aber er wollte nicht. Und dann haben wir noch 2 Clubs nicht dabei, denn der FC Bayern hat kein spezielles CL-Trikot und auch, wer ist denn jetzt der 4. Verein? RB Leipzig. RB Leipzig, genau. Die haben auch kein spezielles CL-Trikot. Die haben wir außerdem schon gerankt im Bundesliga-Trikot-Ranking, falls ich gesehen habt, ist hier oben irgendwo hoffentlich eingeblendet. Schaut da gerne vorbei nach diesem Video. Bei diesen nicht dabei, denn Dortmund und Union haben halt eben ein designiertes Champions League Trikot. Porto ist das erste Trikot, du trägst auch ein Porto Trikot und sieht einfach fast genau gleich aus. Ne? Er sieht fast genau gleich aus. Ja, fast genau. Der Kragen ist halt was anderes, ne? Ist halt schwarz. Ich muss sagen, ich bin kein Freund vom Sponsor. Der ist zwar ganz gut eingearbeitet mit Betano, aber ich bin halt nicht so für dieses Bettgeschichten-Ding, weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Bettgeschichten? Bettgeschichten fühle ich nicht. finde aber grundsolides Trikot. Ich finde, der
Das Sponsor kommt nicht zu krass hervor. Streifen, sehr classy. Das New Balance Logo kommt ganz gut für mich. Ich würde es jetzt nicht ins Höchste ranken, aber das ist für mich eine gute Pizza Salami. Ich glaube, jeder kann dieses Trikot tragen. Also da würde ich, glaube ich, auch komplett mitgehen, weil da kannst du einfach nichts falsch machen. Das ist nicht irgendwie was so eklig ins Auge sticht. Und das ist schon mal safe dann Hawaii, meiner Meinung nach. Aber Porto generell, diese Längsstreifen, blau-weiß, da weiß man, was man bekommt. Und das ist ein cleanes Trikot. Next up, Manchester City. Was sagen wir? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Hätte ich China gefunden, wenn das Muster nicht drauf gewesen wäre. Ich bin irgendwie nicht so der Freund von speziell diesem Muster. Hellblaue Trikots generell finde ich sehr, sehr geil. Der Kragen ist gut abgearbeitet, was für mich auf jeden Fall von den untersten zwei ausschließt. Aber Puma-Trikots, wissen wir mittlerweile, bin ich nicht so der größte Freund von. Es ist was anderes wegen dem Muster, aber nicht anders gut. Ja, ich überlege auch, auf den ersten Blick dachte ich mir, ey, es ist sehr, sehr geil, es ist echt? Clean, es ist okay, simpel, krass. Aber du hast mir diese Musterung hast mir jetzt gerade ein bisschen kaputt gemacht. Hast dir kaputt gemacht. Es gibt auf jeden Fall ein paar Trikots, die ich da, glaube ich, einfach persönlich eher tragen wollen würde. Du gehst auch in Hawaii? Ja, es ist gut, man kann es mögen, man kann es haten. Next up haben wir Inter Mailand mit einem, finde ich, visuell extrem coolen Sponsor. Paramount Plus habe ich noch nicht ausgecheckt, keine Ahnung, was da so für Serien gibt, aber ich finde, der Sponsor in weiß wirkt einfach geil auf den Trikots, auch bei Union Berlin, kommen wir später noch drauf, finde ich sehr, sehr nice. Problem, was mich hier ein bisschen abschreckt, ist das Gelb. Ich weiß, es sind in Inter Farben dabei, aber ich finde es irgendwie, es sind zu viele Farben. Du hast dann Schwarz, Weiß, Gelb, Blau und du hast auch noch dieses Rot-Grüne, was bei Italien simuliert. Da musste ich doch eher das schon als das Gelbe. Aber ich finde, beides ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Am liebsten, die besten Trikots haben zwei, maximal drei Farben und auch ohne das Italien hat das ja vier. Mein Trikot hat nur drei Farben, okay. Weiß, wo Blau. Was denn? Rot-Blau sind einfach in fünf verschiedenen Farbtönen auf deinem Trikot. Ja, aber es sind halt wenigstens dieselben. Also es sind halt wenigstens, weißt du, wie ich meine? Okay, nicht drei verschiedene Farbtöne, sondern drei Farben, meine ich. Okay, aber was. Und es ist vor allen Dingen auch der Nike-Rollen, der mir wieder nicht gefällt, ne? Also das, ich sag's dir. Den finde ich aber, haben die hier viel besser gemacht. Das stimmt. Weil du hier siehst ist nämlich dieses versetzte Muster, was es da gibt, das so ein bisschen glitchmäßig aussieht, was mich auch für den Sponsor so ein bisschen irgendwie das harmonisiert. Du willst mir jetzt sagen, das ist ein Trikot, was du dir holen würdest. Also gut, dass ich mir jetzt, ich würde wahrscheinlich abseits vom Dortmund und Real-Trikot wahrscheinlich gar keins holen, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay. Aber wenn ich das tragen müsste, würde ich es tragen. Finde ich geil. Ganz ehrlich, wir müssen uns ja auch mal ein bisschen auseinandergehen. Für mich, es ist kein schlechtes Trikot. Ich würde es aber nicht höher als Hawaii packen. Inter geht für mich in die Mitte. Für mich ist es Salami. Das klingt nämlich auch einfach dumm. Ja, für mich ist es Salami. Das klingt, als wäre es dir egal. Also Salami könnte eigentlich so ein neues Wort sein für egal, finde ich eigentlich ganz geil. Was haben wir als nächstes? Wir haben den FC Barcelona. Und, Ich muss ehrlich sagen, ich habe dem nicht viel auszusetzen. Ja. Klar, Nike Rolling. So, ist nicht dein. Aber es ist da besser gemacht als bei Inter, finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie cooler. Okay. Ich finde es halt immer ganz stark, Leute. Ihr wisst es mittlerweile, ne? Die letzten Videos, wenn ihr die gesehen habt, ne? Wie gesagt, die sind hier irgendwo verlinkt. Da, wenn irgendwo Textur in dem Trikot drin ist, dann habt ihr mich. Ja. Dann habt ihr mich einfach. Dementsprechend kriege ich bei diesem Rot-Blau, ich kriege Classy-Vibes. Spotify, ja. Muss ich halt ehrlich sagen, egal was man von Spotify hält, ob man eher so Team Apple Music, Amazon oder sonst was ist. Bist du eher Team Apple Music? Nein. Ja, okay. Spotify. Ja, ich wollte gerade sagen, weil jeder, der Apple Music benutzt, ich habe zwar eben gesagt, man kann jeder sein Leben leben, wie man will, aber nicht, wenn man Apple Music benutzt. Wer würde das benutzen? Ich finde, das mit Spotify ist auch einfach. Damit ist das Sponsorship in Zukunft auf jeden Fall so gedacht. Ich finde, das mit Spotify ist auch sehr schön eingearbeitet. Würde ich es ins höchste Tier packen? Ins höchste Tier? Krass. Nee. Es gibt ein Trikot, das ist für mich einfach jetzt schon prädestiniert fürs höchste Tier und deswegen geht das für mich auch in Salami. Und ich merke langsam, ich habe eine leichte Tendenz zu Salami. Zu Salami und auch einfach Längsstreifen. Ich sage auch Salami, sage ich dir ehrlich. Ich finde es ein bisschen geil als Inter, deswegen brauche ich da eine Abstufung. Du hast es ja jetzt ins selbe gepackt, das ist natürlich auch voll fein, was das angeht. Ich weiß gar nicht, ob ich was wirklich ganz nach unten packe, weil ich finde die bis jetzt alle ganz cool eigentlich, oder? Das wissen wir noch nicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, aber jetzt kommt erstmal das beste Trikot der CL? Fragezeichen? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, okay, aber es ist oben dabei. Ich finde, das Dortmund-Trikot ist ein Banger-Ding. Ja, auf jeden Fall. Weil das erinnert mich an dieses Arsenal-Gelbe mit JVC in den frühen 2000ern. Oh. Und das fand ich so geil. Wildes Trikot. Dieses Muster ist nice. Evonik ist gut eingearbeitet. Es hat einen Kragen. Ihr wisst es, Kragen hat jetzt dieses Trikot leider nicht. Der Witz ist, ich habe mir gerade rangefasst, weil ich dachte, der Kragen hat das Trikot auch dann währenddessen gemerkt. So, der hatte keinen Kragen, jetzt muss ich irgendwie die Kurve kriegen. Aber Kragen ist immer cool. Es ist zweifarbig mit dem Evonik natürlich, was sich im Sponsor ein bisschen abhebt, ist dann noch ein bisschen rot. Ich finde gerade durch das Evonik ist es so ein, gibt es mir sehr, sehr Retro-Vibes und das finde ich halt geil. Wäre das Evonik schwarz, hätte ich noch einen Tick cooler gefunden, ehrlich gesagt. Aber ich finde gerade durch das clean. Rote gibt es das halt mir noch ich finde es so clean, bisschen. Das geht für mich tatsächlich als allererstes in Margarita rein. Passt auch von der Farbe her zu Margarita ganz gut, finde ich. Ich habe dem Trikot auch nichts auszusetzen. Ich habe es als bei der Vorstellung, das war, glaube ich, bei der Hollywood-Tour oder Las Vegas-Tour, ich glaube Las Vegas-Tour von Borussia Dortmund in der Vorbereitung, habe ich dann Karim Adeyemi gesehen und dachte mir nur so,
Boah, also das ist ein Trikot, das würden die Leute auch auf der Straße tragen, was ein bisschen so PSG-like ist. Aber du würdest auch einen Sack in Margarita packen, wenn Karim mal die E-Mail dran hätte. Maybe. Dann aber als nächstes Galatasaray Istanbul. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein designiertes Champions League Trikot. Ich meine, da ist ein anderer Sponsor drauf als bei dem Heimtrikot, soweit ich weiß. Wenn ich das sehe, denke ich einfach an die Mitte. Wortwörtlich, ne? Mit dem Split in der Mitte. Ja, eben. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich finde es grundsolide. Ja. Es gibt mir jetzt nicht so, oh mein Gott, crazy Champions League Trikot. Es ist einfach. Nee. Es ist halt okay. Das. Es ist einfach ein Gala-Trikot. Es ist ein gutes Gala-Trikot, aber es ist jetzt auch nicht mehr und nicht weniger. Ja, deswegen Pizza Hawaii. Brauchen wir auch nicht mehr drüber reden, glaube ich, ehrlich gesagt. Weiter geht's dann mit Manchester United, ist auch dann das Heimtrikot, das ist das rote. Ja, ich muss sagen, finde ich generell ein gutes Trikot, aber irgendwie, du kennst das ja auch, ein Sponsor hat immer so einen Schwung, also irgendwas schwingt dabei immer mit und TeamViewer finde ich irgendwie weird. Ich muss sagen, TeamViewer an sich habe ich so unglaublich schlechte Erfahrungen mit gehabt, weil, okay, ja, gut. Weil damals, wie verpacke ich das jetzt? Mein Ex-Stiefvater hat sehr oft über TeamViewer gecheckt, was ich am Laptop mache. Und während ich Zocken war, hat der halt über TeamViewer da drauf zugegriffen und gesagt, ey, ich muss Updates machen. Und das hat mich so krank auf die Palme gebracht, deswegen habe ich so ein Bad Taste, was TeamViewer angeht. Ja, okay. Kann es überhaupt nicht abhaben. Adidas Logo, Leute, ihr wisst es auch, Adidas ohne ein Wording darunter ist topo. Musterung ist topo. Wäre TeamViewer nicht drauf, wäre das für mich safe ganz, ganz oben, weil ich finde auch die Streifen sich den Kragen, so wie er übereinander gelappt ist, super geil. Das ist geil gemacht, ja. Auch die Adidas-Streifen in den Schultern, du hast gerade die Musterung angesprochen, finde ich auch clean, aber für mich, was es vom Obersten irgendwie weglenkt, ist tatsächlich das TeamViewer, deswegen gehe ich auch in Salami rein. Yes, sir. Machen wir so. Dann geht es weiter mit Sociedad. Boah, weiß ich nicht. Ich meine, es ist kein Sponsor drauf, liegt wahrscheinlich daran, weil man den Sponsor, den man normalerweise auf dem Trikot hat, nur für die Liga gewinnen konnte. Das ist irgendwie der eine Streifen unterbrochen ist für das Logo, bei dem anderen aber nicht durch das Macron, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Logo. Weiß ich nicht, kriege ich nicht so einen geilen Vibe irgendwie. Also ich finde es halt auch wild, dass im Kragen We Are Real drin steht. Ja, gut, ist ja halt auch ein Real, ne? I don't know, ich finde diese Logo-Platzierung, grundsätzlich kein Fan davon, wenn die Logo-Platzierung so sehr, sehr hart hochgeht und schon Richtung Schulter ist. Ja. Das fühle ich einfach nicht. Ich muss auch sagen, ich finde diese 3D-Zylinder, die da gebildet werden, das hat für mich nichts auf dem Trikot zu suchen. Nee, ich finde es nicht komplett Müll. Deswegen gehe ich, glaube ich, nicht in Hollandaise rein, sondern ich gehe ins vierte Tier und damit Garten, habe ich es, glaube ich, genannt. Ne? Ich muss in Hollandaise gehen. Du gehst in Hollandaise? Ich finde es nicht geil. Also für mich hat das nichts mit einem Trikot zu tun. Ist okay. Auch das, wer der Sponsor da drauf, egal ob man den jetzt für sich gewinnen konnte oder nicht, macht das ja was ganz anderes mit der Logo-Platzierung. Das stimmt, ja. Das kann natürlich sein, dass du das deswegen irgendwie nicht so feierst. Ja, ist okay. Dann die PSV aus Eindhoven. Boah, Junge, das hast du gerade sehr geil gesagt, fühle ich. Kann man machen. Muss man das? Es ist okay. Es ist halt so, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen Kid-Creator-Trikot. Ja, wir nehmen Längsstreifen, die Kragen setzen wir ein bisschen ab da oben. Goldenes Puma-Logo, ja, ist okay. Es ist halt wirklich wie aus einem Toolkit. Ja. Du hast ja einfach geguckt, okay, rote Streifen, wo gibt's das? Weiß nicht, also mir gibt das Trikot nicht viel. Ich finde das Puma in Gold, klar, das gibt mit dem PSV-Logo, macht sehr viel her und das macht auch Sinn, aber für mich geht das eher in Gartenpizza rein. Oh, okay, ich glaube, ich gehe tatsächlich in die Mitte zu Hawaii, würde ich sagen. Du setzt das aber auf einem gleichen Level wie Manchester City und das Inter-Mailand-Trikot. Ja, finde ich. Das ist okay. Eine Schweinerei. Benfica Lissabon. Ganz ehrlich, die haben halt auch immer, oder fast immer das gleiche Trikot-Design zumindest. Es lässt sich nicht viel rumtrara machen. Also ich finde es auch da grundsolides Trikot. Man sieht es angezogen, es ist immer topo, komplett clean in rot, weiß gehalten. Das Logo hebt sich sehr schön ab durch die Farben. Also das ist für mich jetzt nichts, wo ich sage, ey, das ist top, top one. Mhm. Weil da finde ich es einfach, bin ich in andere Sachen geiler. Aber ich glaube, ich würde es schon in Salami sehen. Ja, absolut. Würde ich, glaube ich, auch mitgehen. Ich muss sagen, das Auswärtstrikot, ich weiß nicht, ob du das gerade auf dem Schirm hast, das ist so dasselbe in schwarz, nur hat halt dann vorne noch so bunten Regenbogen farbenmäßig drauf. Das finde ich ganz nach oben. Das finde ich ultra geil. Aber hier ist es ein cleanes rotes Trikot. Es hat, glaube ich, auch keine Musterung. Es sah wieder immer Adidas. Deswegen gehen wir da, glaube ich, einfach in Salami und dann ist das auch abgefrühstückt, würde ich sagen, oder? Yes, sir. Dann haben wir dasselbe nur in grün. Oder auch in Rot-Weiß, nämlich Fly Emirates, selber Sponsor bei Arsenal London. Und dir müsste es eigentlich ganz gut gefallen, weil es gibt erstens Danny Check, eine Musterung. Zweitens Danny Check, Adidas ohne Adidas. Drittens Danny Check, Tone-in-Tone-Logo in Gold. Müsste eigentlich dann bei dir schlussfolgernd ganz nach oben gehen. Ja, also ich habe ja auch oft in den Folgen, also in den Podcast-Folgen gesagt, dass wenn ich mir ein Trikot holen wollen würde, dann wäre es safe ein Arsenal-Trikot mit Ødegaard hinten drauf und also deswegen ist das für mich auch top. Also das ist so unglaublich geil. Ich habe es auch an Leuten schon gesehen. Ganz ehrlich, jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, wo man auch mal ein Arsenal-Trikot tragen kann und stolz darauf sein kann. Deswegen ganz ehrlich. Wann war denn die Zeit, wo man das nicht konnte? Die letzten paar Jahre, wo halt einfach wirklich alles nach hinten losging. Ja, kannst du da noch nicht stolz drauf sein? Bist du so ein Erfolgsfan, würde man ja dann sagen, ne? Ja, das würde ich dich jetzt schön reinmachen. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war bis vor kurzem noch Chelsea
Sympathisant. Und jetzt holst du dir ein Asentrikot, also wirkt so, als wärst du... Nein, also ganz gut. Ehrlich, dass ich Chelsea-Fan jetzt nicht mehr bin, das ist ja wohl, ne, ja gut, also man muss ehrlich gesagt sagen, du warst ja auch nicht Chelsea-Fan, du fandst Chelsea cool und hast halt jetzt Chelsea ein bisschen Abstand genommen, du bist ja Dortmund-Fan seit immer eigentlich. Das ist richtig, aber Arsenal ist für mich top. Ich finde es ein sehr gutes Trikot und es ist wahrscheinlich das Beste bei mir in Salami, aber ich gehe, glaube ich, nicht auf ganz nach oben, weil ich finde Dortmund besser und mindestens ein anderes, was ich auch ganz nach oben trinke, auch besser. Deswegen kann ich das, glaube ich, nicht ganz nach oben packen, ehrlich gesagt. Als nächstes kommt dann Sevilla. Es ist geil, muss ich sagen. Ja. Also Castore hat ja auch bei Leverkusen sehr, sehr geile Trikots gezaubert, muss man sagen. Auch wenn ich da jetzt anfangs nicht so großer Fan von gewesen bin, aber mittlerweile finde ich sie schon echt top. Ja, was machen wir damit? Es ist eine Musterung drauf, das ist eigentlich schon ein Haken bei mir. Sehr, sehr clean, sehr, sehr simpel, ohne Sponsor in der Mitte. Aber auch langweilig. Also ich finde, das ist nicht interessant genug irgendwie, um es wirklich ganz, ganz nach oben zu packen. Ich finde, es ist ein gutes Trikot. Aber ich glaube, ist schon eigentlich auch clean, ne? Schau mal, bei mir geht's in Hawaii rein einfach nur aus dem Grund, weil ich diese Längsstreifengeschichten, die ich mit eingepackt habe und Benfica und so und Manchester United, das ist für mich irgendwie besser, noch mal, ne? Ein Ticken geiler und ich kann mich damit anfreuen, dass Sevilla und Manchester City und Gala auf einer Ebene sind. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme deine Argumentation mit und pack's auch in Hawaii rein. Ich muss sagen, ich bin heute echt positiv unterwegs, ne? Wir haben noch keins in ganz... Ah, du hast eins in ganz unten, ne? Du hast Sociedad. Was machen wir mit Red Bull? Weiß ich nicht, ganz nach unten oder zweites von unten? Ich find's nicht geil. Nee, es hat nichts mit Red Bull zu tun. Wir bewerten ja wirklich einfach nur die Trikots. Streng genommen hat es schon was mit Red Bull zu tun, weil dieser Riesensponsor, den finde ich halt richtig kacke. Ja, das stimmt, aber mit dem Konstrukt dahinter hat es nichts zu tun. Ich muss sagen, ich finde, der Sponsor ist ein bisschen groß. Oben ist das Trikot nicht geil abgerundet und ich finde vor allen Dingen auch diese weirde Musterung nicht geil. Es ist clean, aber es passiert mir zu viel. Ich glaube, ich gehe in Hollandaise. Ja, bei mir. Ich glaube, ich gehe in Hollandaise. Aber ist ja gut, da haben wir ein bisschen Diversität, was die Tiers auf jeden Fall angeht. Weiter geht's dann mit einem deiner Favorite-Vereine in der... Was heißt Favorite? Aber du hast auf jeden Fall gesagt, dass Feyenoord gut abreißen würde, diese CL-Saison. Ja, aber nicht mit so einem Sponsor auf der Brust. Ja. Was soll das denn? Warum ist eigentlich das RCS so viel dicker als der Rest? Hat das irgendeinen Sinn? Keine Ahnung, Mann. Ey, aber das ist doch... Das macht das Trikot so kaputt, finde ich. Ich bin ja grundsätzlich nicht so der größte Fan von diesen Split Geschichten. Kann man machen. Hatten wir ja auch bei, was war das denn, Werder Bremen, glaube ich, was mich ein bisschen... Da war es aber ganz okay. Ja, du eigentlich. Hast gefeiert, ich habe es nicht so gefühlt. Ich weiß, du wirst in den Garten packen. Ja, 100%. Ich weiß aber nicht, ob ich da mitgehen will. Weil an sich ist das Trikot sehr viel besser als das von Sociedad. Sehr viel besser. Und die haben ja gar keinen Sponsor, was ich ja auch in Garten habe, aber nee, wir gehen in den Garten. Next up, Union Berlin. Und Leco Mio, ist das geil. Da habe ich wirklich drüber nachgedacht, so mit Nummer 6 Gosens hinten drauf, ob ich das nicht doch in meinen Warenkorb packen soll. Habe dann den Preis gesehen, habe gedacht, wahrscheinlich eher nicht, aber das ist das Trikot, was ich mir mit ein oder zwei anderen am ehesten in der CL-Saison kaufen wollen würde. Schwarz mit ein bisschen grauer Abhebung, ansonsten nur Gold, Tone in Tone, Paramount, der beste Sponsor, haben wir eben schon drüber gesagt, Adidas. Links ist noch JD, glaube ich, drauf, ne? Mhm. Es ist geil. Eine witzige Anekdote dazu ist, ich habe mit dem Fotografen vom Shooting gesprochen, der diese Kampagne gemacht hat. Ja. Und ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, bei dem Konzept, was du hast, du musst Kevin Behrens damit reinnehmen, denn ich weiß nicht, ob du das Shooting auf dem Schirm hast. Weil er so eine Kante ist, oder? Nein, nicht deswegen, aber weil das ist sehr viel mit Licht und Schatten gearbeitet. Und ich habe dem gesagt, Kevin Behrens hat so eine kranke Jawline, der muss damit reinkommen. Und er ist mit drin aufgetaucht. Sehr gut. Ich finde das Trikot überragend geil. Dieses Gold-Schwarz finde ich richtig stark. Also brauchen wir nicht drüber reden. Margarita, das ist Margarita. Besser als Dortmund oder schlechter als Dortmund? Ja, es ist vielleicht ein Ticken besser. Doch, ich glaube schon. Schon ein bisschen. Das ist halt eine modernere Herangehensweise. Ich finde, Dortmund hat halt so ein bisschen Retro-Vibes, was ich natürlich extrem feiere. Ja. Aber Union Berlin ist eines der einzigen modernen Trikots, wo ich sage, es ist auch, glaube ich, einfach, das kann man machen. Es ist auch, glaube ich, universeller. Weiter geht's dann mit Emirates Fly Better. Haben wir das nicht schon 500 Mal jetzt gesehen? Doch, haben wir. Aber es ist der AC Mailand. Es ist nicht so cool. Also nee. Irgendwie fehlt mir ein bisschen was. Ich bin auch kein Fan der Musterung, ehrlich gesagt. Ehrlich, ich finde es irgendwie ein bisschen läppsch. Ganz ehrlich, wenn Leute von Puma jetzt gerade zuhören, überzeugt uns bitte. Die hören schon lange nicht mehr zu, weil wir seit 3 Videos immer gesagt haben, Puma-Trikots sind nicht geil. Wir wollen geile Trikots von euch sehen. Ihr schafft das ja bei Sachen wie das Dortmund-Trikot, da passieren ja stimmt, gute ist auch Sachen. Von Puma, ne? Ja. Aber das ist so. Es ist aber nicht schlimm genug für Garten oder Hollandaise. Nee. Es ist eine Mitte. Es ist eine Hawaii-Pizza. Wir sind echt sehr in Harmonie heute, ne? Also bis auf ein, zwei Sachen. Ja, ich glaube, jetzt so langsam fangen wir an, ein bisschen abzudriften. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Denn als nächstes kommt Atletico Madrid. Ja, nee. Nee, Garten. Ja,
Es ist nicht so kacke, dass es ganz nach unten geht. Ja, aber es ist wieder, da ist wieder so, da siehst du wieder richtig, warum dieser Rohling nicht geil ist, weil da ist wieder nicht gut gemacht irgendwie. Und warum, also wirklich, ne, diese Einarbeitung von Sponsoren ist, das ist, glaube ich, die größte Challenge bei den ganzen Vereinen, ne? Ja, oder voll. Bei den Trikotdesignern. Voll, voll. Nee, das fühle ich gar nicht. Weiter geht's mit Paris Saint-Germain. Ist, glaube ich, das Trikot, was ich am allermeisten sehe, wenn ich durch die Kölner Innenstadt laufe, was irgendwelche Leute mit MAP hinten drauf anhaben. Und da muss ich sagen, da gibt's einfach geilere. Also ich glaube, das Trikot muss ich auch messen lassen an den anderen Trikots, die man von PSG kennt, und da ist das nichts Besonderes in meinen Augen. Den Kragen musst du immer eigentlich absetzen, weil es sieht einfach immer ein bisschen weird aus, wenn der Kragen gar nicht abgesetzt ist. Ich meine, du hast hier einen, bei mir ist, glaube ich, auch hier oben noch dieser weiße Streifen, ne? Mhm. Das ist da nicht, das finde ich schon mal nicht so geil. Das ist wieder der Nike-Rolling. Irgendwie ist diese Rundung oben auch ein bisschen spitz. Es ist für mich wieder eine Mitte. Ich bin auch absolut kein Fan von PSG, das muss man natürlich an der Stelle auch sagen. Ich finde aber, das Trikot ist top. Ich finde das richtig gut. Echt? Ich glaube, ich muss nach oben packen. Okay, aber das ist eine Riege mit Dortmund und Union und Arsenal bei dir. Das ist okay. Okay. Ich hab noch neben PSG habe ich noch einen Platz oben. Mach das. Weiter geht's dann mit Newcastle United und die liebe Gisela ist der Sponsor. Ich finde, das sieht irgendwie aus wie Gisela. So ein G und dann so ein I. Ja, also, das ist auch wieder ein Trikot. Sponsor weg, ganz nach oben. Aber der Sponsor macht es einfach kaputt. Ich habe meinen Case gemacht, Kragen, Ärmel abgesetzt, ist ein Längsstreifen, schwarz-weiß, ist einfach alles Killer. Deswegen gehe ich in Salami. Boah, ich hätte fernab davon auch, glaube ich, nicht gesagt, dass ich das ganz nach oben gepackt hätte. Findest du nicht geil? Das ist cool. Decent, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich finde es tatsächlich viel besser als PSG. Zum Beispiel. Ich gehe in Hawaii rein. Okay. Ja, ist in Ordnung, da die Mitte zu nehmen. Ist fair. Wie gesagt, der Sponsor macht es irgendwie ein bisschen kaputt. Da hast du sicherlich recht. Dann haben wir Lazio Rom. Die gehen ohne Sponsor rein, haben irgendwie so eine ganz interessante Musterung. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das nochmal das Wappen nochmal? Ich wollte gerade sagen, das ist das Wappen einfach nochmal rangezoomt. Ah, okay. Das macht's geil. Das Konzept mit dem nochmal reingezoomten ist cool und deswegen gehe ich in Salami. Weißt du, was ich mich ein bisschen frage? Hätte man das Mitsuno-Zeichen nicht auch irgendwie Gold machen können oder so? Oder weiß? Ja, das ist ein guter Punkt. Aber das macht es für mich nicht so viel schlechter, dass ich weiter runtergehe, glaube ich. Ja, ich muss trotzdem, glaube ich, in Hawaii gehen. Okay, fair. Kannst du ja auch gerne machen. Das ist ja dir überlassen. So, weiter geht's dann mit Real Madrid. Ganz ehrlich, das ist so eine fette Margarita-Pizza. Das ist nicht normal. Ja, schon. Also das ist wirklich die geilste Margarita. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid irgendwo im Urlaub, wie ich in dem besten Pizzaspot irgendwo ganz abgelegen, wo euch irgendein Kollege empfohlen hat, hinzugehen. Da findet ihr so ein Trikot. Einen Kritikpunkt habe ich. Kannst du raten, welcher es ist? Das FIFA-Wappen? Warum ist nicht in der Mitte? Das wäre noch geiler. Warum macht man immer so eine asymmetrische Position? Soweit ich weiß, als Bayern die CL gewonnen hat, war das doch auch in dem Trikot danach in der Mitte. Warum nicht hier? Warum ist das über dem Adidas-Logo? Echt? War das nicht auch an der Seite? Nein. Das nicht dieses blau-rote Trikot? Obviously, aber dieses... Also ich weiß, dass auch bei Nationalmannschaftstrikots auf jeden Fall immer in der Mitte ist. Bei Deutschland auf jeden Fall. Aber das ist für dich auch eine Margarita. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist so super geil. Auch mit wirklich, Leute, ich bin so kurz davor, mir ein Trikot von Real Madrid mit Bellingham hinten drauf zu holen. Diese Nummer 5 da drauf. Kann man machen. Und weißt du, was ich richtig sexy finde? Das habe ich vorher gar nicht gecheckt. Wenn du auf die Rückseite guckst, ist quasi nochmal abgehoben, wie so eine Art Label, was da drauf gemacht wurde. A la Madrid. Oh, okay. Und das sieht so geil aus, weil es halt einfach nicht nur drauf gedruckt ist, sondern wirklich nochmal mit einem extra Stück Stoff. Kann man auf jeden Fall machen. Also Margarita brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Dann haben wir noch zwei Trikots auf der Agenda. Das nächste kommt von den Young Boys aus Bern. Diesmal keine Längsstreifen, sondern Querstreifen. Muss ich ehrlich sagen, ich habe kurz an Dresden gedacht. Oder Aachen. Das sind halt die zwei Vereine, die schwarz-gelb haben, außer Dortmund in Deutschland. Da gibt es noch wen anders. Ich fühle das Trikot gar nicht. Echt nicht? Nee, Mann. Ich finde es nicht so schlimm. Weiß ich nicht. Ich finde diese Querstreifen irgendwie nicht so super geil. Das sieht halt ein bisschen aus, als hättest du, würde ich sagen, so ein Oberteil, was... Na, wie nennt man das denn? So ein ärmelloses Oberteil. Ach so. Was quasi so hier gerade über der Brust dann aufhört und dann darunter hast du gar nichts. Schau mal, es ist wieder der Nike-Rolling, den ich nicht mag, aber den sieht man hier nicht, weil das oben gelb und gelb ist. Und was ich finde, was auf jeden Fall für das Trikot spricht, ist, dass dieses Plü 500 ein bisschen verschwindet aus dem Fokus quasi, weil es in diesem einen Streifen drin ist. Ja, das stimmt. Und das finde ich sehr, sehr nice gemacht, weil ich finde, der Fokus eines Trikots sollte nicht unbedingt der Sponsor sein. Ich finde es nicht so schlecht. Ich gehe in die Mitte. Also es ist für mich auf jeden Fall nicht die beiden unten. Ja, für mich ist es eine Gartenpizza. Echt? Mhm. Ah, okay, krass. Dann ich mache Pizza Hawaii mit den Young Boys. Und dann haben wir noch ein letztes Trikot und das ist Neapel. Das muss eigentlich bei dir ja ganz oben sein, oder? Ja. Echt? Gibt dir das nicht so kranke Retro-Maradona-Vibes? Nee, weil der Ausrüster ist der schlimmste Ausrüster im Game. Armani? Ja, ich finde, dieses Logo sieht so schlimm aus. Auch, dass man seine Marke abkürzt mit den Initialien, ist irgendwie auch nicht geil. EA7. Keine Ahnung. Bei dem Trikot habe ich aber auch immer Leute
Leute auf der Straße, die das so hauteng, wie es nur geht, anhaben. Und das, finde ich, ist das Schlimmste, was du machen kannst mit Trikots. Die müssen einfach fallen. Das liegt auch daran, dass ich ein dünner Lauch bin und keine Muskeln habe. Weiß ich, Leute, weiß ich. Braucht ihr mir nicht in die Kommentare schreiben. Aber ich feiere das nicht, wenn das so hauteng ist. Und das kriege ich immer diesen Vibe. MSC in der Mitte fände ich cool. Ich muss sagen, ich finde es schon stark. Ich würde es nicht ganz nach oben packen, aber das ist für mich schon, glaube ich, eine gute Salami. Eine gute Salami? Das ist für mich eine gute Salami. Hawaii. Ist, ey, ich dachte, du kommst jetzt mit Hollandaise oder so, nee, und guckst mich an. Also, hä? Aber ich hab doch gesagt, außer das Armani-Logo ist es doch cool. Da kann ich ja nicht so weit runtergehen. Weiß ich ja nicht. Ich habe auch meine Meinung hier und da mal ein bisschen. Du hast aber auch einfach ein bisschen lost, mein Freund. Da habt ihr's. Das ist unser Ranking der Champions League-Trikots 23/24. Wie gesagt, es sind nicht alle Vereine dabei, deswegen verzeiht uns, dass wir jetzt nicht hier noch die Trikots von Roter Stern Belgrad oder so gerankt haben. Das liegt einfach, wie gesagt, an der Zeit. Shoutout auch nochmal an unseren Podcast Forsten Reset. Der ist unten verlinkt. Mit dem lieben Bruder hier haben wir zwei Folgen die Woche, einmal montags, donnerstags, könnt ihr auf Spotify, auf Apple Music, auf, weiß ich nicht, dieser sogar auch. Ne? Also überall, wo ihr Podcasts hören könnt, könnt ihr diesen Podcast hören. Genau, schaltet da sehr, sehr gerne ein, da stecken wir viel Herzblut und viel Liebe rein. Das würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und zumindest mal reinhört. Ist ja auch nichts für euch, aber dann könnt ihr sagen, ihr habt reingehört. Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten, Daumen da lassen und habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.